Willkommen zurück bei Mario Party 3. Ich muss das hier zum zweiten Mal aufnehmen, da ich bei dem Brett gefailt habe. Aber was soll's, ich versuche es jetzt wieder nach längerer Zeit. Hoffentlich hat mir die Pause gut getan und ja, würde ich sagen, starten wir direkt. Es bleibt aber keine Zeit zum Fahren. Als nächstes besuchen wir Woodys Waldgefechtsspielbrett. Wartet mal. Ach, nicht der schon hier. Gebt mir eure Sternchen. Oder wollt ihr gegen mich antreten? Hey, hört mir gefälligst zu und beobachtet mal meinen Tanz. Einfach wegrennen, während der anfängt zu tanzen. Wieso wird mir jetzt so ein Scheiß angezeigt? Okay, die laufen auch noch. Bruder, ich habe nicht Rechtsklick auf irgendwas bei mir gemacht. Auf einmal steht da irgendwas. Ich mach das kurz weg. Nun, wenn du fertig bist, dann ist unser Ziel Woodys Wald. Ganz kurz weg mal. So, weg ist es. Dann kann es jetzt weitergehen. So, auf zu Woodys Wald. Auf diesem Brett gibt es wirklich sehr viele Wegweiser und jetzt wird ziemlich scheiße, da das Spielbrett damit sehr viel auf Glück basiert und da kann ich im Prinzip alles, was ich tun kann, ist Bonussterne sammeln, der Rest ist eher Glück. Gefällt meine Firma das Liebessternchen. Du spielst in dieser Runde auf diesem Spielbrett. Bis bald, prächtige Flora und putzige Fahnen. Treffen wir nun auf die Herausforderung. Es kommt dann jetzt die Einstellung. Ja, bei dem Liebessternchen wird uns wohl Peach gegenüberstehen. Bei Donkey Kong hatten wir ja schon. Ansonsten fehlt nur. Ich kenn's grad nicht. Nee. Nur Donkey Kong und Peach, die anderen beiden kommen erst später. So, ja, 15 Runden, Bonus an. Let's go. So, und ich bin auch gerade erst von der Schule gekommen, daher habe ich gerade noch einen Döner hier. Ist doch schön. Immer geil, wenn man so einen Döner nebenbei hat. Das Mikro, sollte vielleicht etwas näher ran. Geht so bis an die Mikro vorbei. Ich weiß auch nicht. Es fühlt sich einfach komisch an. So, Döner ist auch kurz weg. Ich habe dich erwartet, Wario. Willkommen in Woodys Wald. Der Weg zum Superhelden in diesem düsteren Dickicht ist hart. Wenn du hier gewinnst, gebe ich dir, wie versprochen, das Liebessternchen. Zunächst wird aber noch die Startreihenfolge ermittelt. Komm schon. Let's go, Alter, alles aus der Zweierreihe. Ja. Ja, 10 Münzen für jeden, wie immer. Jetzt aber halt auch ewig nicht mehr aufgenommen, ne? Animal Crossing bin ich gerade noch dran, die ganze Scheiße zu machen, aber da kann ich halt auch nicht immer so viel machen. So, also jede Runde ändert sich so ein Wegweiser und deswegen muss man halt manchmal viel würfeln, manchmal wenig. Manchmal hat man halt einfach Pech so. So, kein versteckter Block erstmal. Man erinnert sich zurück an Spaceland in Mario Party 2. Da hat Yoshi schon ziemlich viel Glück gehabt. Mal schauen, ob es jetzt wieder so ist. Kann ja sein, dass Yoshi auf irgendeinem blauen Feld landet, wo er was geschenkt bekommt. Goldpits für den Start würde ich jetzt nicht so empfehlen, aber kann man machen. Die Pilze sind schon wertvoll auf dieser Map, wenn man dadurch eine Runde früher irgendwo ist und sich der Wegweiser dann eben nicht mehr ändert. Muss man aber selbst wissen, ob es das Geld wert ist. In der Situation natürlich, wenn da jetzt irgendwie steht, ich muss eine 20 würfeln, dann würde ich mir jetzt keinen Goldpilz holen, weil 20 ist ziemlich schwer zu erreichen. So, Flammenfließband. Das Game hatten wir ja schon. So, ich hoffe, die Steuerung funktioniert gut. Jo. Dreh dich, Wario.
Hallo, die haben mir die Combo gegeben. Ich habe A gespammt, damit ich springen kann, aber ich konnte nicht raus. Die hatten den Schlag perfekt getimed. Also Minispielstern sieht schon mal nicht so geil aus. Steht für jetzt erstmal bei Luigi, aber kann sich natürlich alles noch ändern, wenn mal Games kommen, die ich gut kann. Bin natürlich auch bis aus dem Modus so raus, aber... Ah, das wird schon irgendwie noch. Irgendwann muss ich es ja schaffen, hoffentlich wird es dieser Versuch. So. Wisst ihr was? Ich greife mal eine andere Strategie auf und werde mir einen Warp-Block holen. Eventuell kann ich mich damit zu einem Mitspieler teleportieren, der sich gerade beim Stern befindet. Ich will es mal probieren. Warum eigentlich nicht? Er wird sich safe was holen. Ja, direkt eine Zauberlampe. Ach Gott, ey. Da bringt mir der Warblock auch nicht viel, wenn er 20 Münzen bekommt. Der bekommt gleich noch ein zweites Item. Dessen ziehe ich mir einen Döner rein. Oder. Ja, was gibt's? Ja, Items sind jetzt nicht so krass. Oder. Fleisch geht schon raus. Och nee. Der wird mir den Warblock klauen. Bruder, ich spuck schon beim Essen. So, Döner weg, weiter geht's. Bekommt der? Ist der direkt beim Stern? Nee. Okay, der muss darüber. Dachte kurz, der wäre beim Stern. So, ich muss mir merken, circa bei 8 Runden einen Part beenden. Und das war das mit dem Boot, ne? A gedrückt halten, denken, ja. Ja gut, das sollte ich schaffen. Ich habe das bisher, glaube ich, zweimal gewonnen und einmal verloren. Ja, an solche Games kann ich mich halt erinnern. Ich starte auch in, das ist eigentlich von Vorteil, aber werde von Mario weggestoßen. Links kann ich hier wieder gut aufholen. Ach, der bekommt die enge Kurve. Kopf an Kopf rennen. Jetzt bekommt er wieder die enge Kurve und blockiert mich. Aber ich kann ihn besser blockieren. Links ist es das Ende, was zählt. So, Mario hinten. Andere, nein! Er macht eine bessere Kurve. Okay, nicht mein Rekord, aber ich habe gewonnen. Das ist das, was zählt. Sehr geil. Erreiche auch ich die 21 Münzen. Könnte ich tatsächlich bis auf den Münzstern gehen, aber ich werde natürlich, wenn ich irgendwie sehe, jemand ist in der Nähe des Sterns oder hat oder mehrere haben einfach eine bessere Position als ich, werde ich natürlich schon schauen, dass ich den Warp-Block kurz nutze. Nein, geh auf Mario. Mario hat das bessere Item. Mario hat das bessere Item. Nochmal Glück gehabt, ey. Bullpits ist auch nicht viel angenehmer, als hat Luigi zwei gute Items, aber ich kann wenigstens meins behalten. Ja, Bankfeld. Der hat so gut wie gar kein Geld, aber landet, glaube ich, auf... Nee, der hatte eine 8. Nein, okay. Auch da kein versteckter Block. Musik übrigens sehr chillig hier. Und noch ein Minigame, yay. Das war im besten Teil die Musik endet, Alter. Ja, Yoshi, mach schnell. Was nimmt der? Was wäre...
Komm, geh auf die Truhe, geh auf die Truhe. Ach, schade. Es wäre nice gewesen, wenn er sich mit Luigi bis um die Items gestritten hätte. Es wäre schon echt geil gewesen, aber der CPU ist ein bisschen blöd. Oh, Junge. So, alle gegen Yoshi. Ein Zeta-Zahnrad, das sollte gut gehen. Let's go, Alter. Ich fand es ja immer schön, so Wario, Luigi, Mario, Waluigi zu spielen, aber Waluigi ist nicht dabei, deswegen nehmen wir das auch gerne so. Aber so mit den ganzen Mützen, den Latzhosen, ich finde es einfach geil, so die zu sehen, die verschiedenen Farben. Sieht so schön bunt und wow, das war knapp. Komm! In dem Game können mich die CPUs einfach nicht besiegen. Bumm, sehr geil. So, Yoshi stirbt da hinten. Das soll mir recht sein, solange er dann keinen Stern bekommt. Geht leider an uns alle drei, aber was soll's. Aber wenn das Team nicht wirklich irgendwas getan hat, liegen eigentlich immer raus bei dem Game. Oh! Hallo Wario, da du mich besuchen kommst, mache ich dir ein Geschenk. Ich lasse eine Vorwärtsfrucht und eine Mehrmünzfrucht fallen, also tritt näher. Fang das Geschenk deiner Wahl, dann los. Ja, ich nehme rechts. Na, Münzen. Hast du eine Mehrmünzfrucht gefangen oder jetzt 5 Münzen? Sehr geil. Sind wir schon bei 39, also mit den Münzen kommen wir gut voran. Minispiel ist jetzt auch schon wie auf unserer Seite, würde ich sagen. Auch wenn wir natürlich nicht vergessen dürfen, dass es ein 1 gegen 3 gerade eben war und damit auch die anderen, also Mario und Luigi, einen kleinen Bonus hatten. Obwohl, wait. Wir hatten 3 Minispiele, 1 hat Luigi gewonnen, 1 ich und 1 hatten ich und Luigi gewonnen. Also sind wir gerade gleich auf. Okay. Natürlich wichtig zu merken. Und jetzt geht es um sehr viel Geld. Das sollte allerdings nur zum den Bonusstern für die Gesamtmünzen beitragen. 30 direkt zu Beginn? Ja, wow, ich bin der Einzige, der wirklich was von abgezogen bekommt. Ah, der zweite Platz wird halt auch genug für einen Stern bekommen. Dem Minispiel werde ich schon sehr oft verarscht, aber ich muss es versuchen. Ja, ist klar, dass es direkt da runter. Ja, ich bekomme fast gar. Oh, jetzt habe ich gut genommen. Ja, die stehen alle im Weg, Alter. Ich komme da nicht dran. Ja, Mario hat bisher am besten, würde ich sagen. Oh, ich habe gut mit. Ich habe gut mitgenommen. Ja, okay, ich bin mindestens Zweiter, würde ich sagen, bisher. Ja! Oh! Okay, damit habe ich gewonnen. Ich habe gerade so gut mitgenommen. By the way, kann man sich in dem Game irgendwie auch softlocken, indem ein Charakter irgendwie zu blöd ist, irgendwo hinzulaufen. Hatte ich nochmal Glück mit der Wolke, dass die richtig gelaufen ist und nicht irgendwie eine 180-Grad-Drehung schnell gemacht hat. Wieder geht Geld an Luigi. Und noch eine extra Münze, ist klar. Egal, 57. Sollte ich doch eigentlich wissen, ich bin gerade erst von der Schule gekommen, ey. Vielleicht schon wieder abgeschaltet. Ah, ich hatte mich schon auf das Quiz gefreut, ey. Das Quiz macht eigentlich immer Spaß. So, Chaos Kabuff hatten wir schon. Ich muss die Items richtig einräumen. DK beides links. Luigi, Mario, Peach, Wario. Okay, ich weiß alles, glaube ich. Wohl? Doch, ich glaube, ich weiß alles. So, Luigi war hier. Mario hier. Peach hier. DK war hier. Das war hier.
Beim Hammer und dem Pilz bin ich mir unsicher, aber ich glaube so. Ja, die CPUs machen auch alle so. Nein, so. Was macht... Yoshi, was machst du? Ich habe keine Ahnung, was sie gemacht haben, aber die haben alle reingeschissen. Nice, alle richtig. Ich hatte mir jetzt so gemerkt, die beiden Sachen von DK sind links. Und dann den Rest. Naja, mit dem Pilz und dem Hammer war ich mir unsicher, aber als es gerade zu Ende war mit dem Schauen, habe ich noch den Fly Guy und Peach gesehen. Das konnte ich mir ganz gut merken. Und damit wäre der Münzbonusstern mir, glaube ich, schon sicher, aber es kann natürlich noch viel passieren. So, weiter geht's. Oh, da sehe ich schon wieder die Chance für einen versteckten Block. Nein. Man kann ja träumen, ne? Ja, gut, das war zu erwarten, aber der Stern hat, glaube ich, die Chance bei mir zu spawnen. Wenn der auf meinem Feld spawnt, dann ist scheiße, aber der sollte schon irgendwo oben spawnen. Ja, den kennen wir schon. Schnauzer ist sehr sexy von diesem Toad. Das ist so ein weirdes Wesen. Also. Eventuell wird die Warbox auch wichtig. Der kommt da auch gleich lang. Was ist das für eine Verarsche? Glück hat er kein Geld. Und landet auf Bowser und ist nur, weil der Stern da ist. Ansonsten wäre ein Feld davor gekommen. Wait, der kann aber nicht die Münzen aufteilen, oder? Okay. Bowsers Münzregen? Nein! Okay. Was bedeutet Münzregen? Nee. Ich glaube, in dem Game gibt es keine Minispiele, bei denen jemand Geld verliert. Ich glaube, Münzregen wäre alles wird aufgeteilt oder so und damit wäre ich ziemlich am Arsch. Aber Glück gehabt. Könnten allerdings auch versuchen, auf die 100 Münzen zuzugehen. Also versuchen, möglichst klein zu würfeln, auch wenn ich es natürlich nicht beeinflussen kann. Aber falls ich es schaffen sollte, sagen wir einfach mal, es wäre wichtig, möglichst klein zu würfeln. Damit ich noch ein bisschen Münzen bekomme, damit die anderen mich nicht überholen können. Ich weiß nicht, ob ich gerade zu viel rede, ist mir scheißegal. Weil dann könnte ich hoch zum Buhu den Stern klauen. Hätte einen Stern und den Münzbonusstern. Bisher sieht es ja auch mit dem Minispielstern gut für mich aus. Ereignis. Hatte ich sogar auch eins. Ja, das läuft sehr gut. Ich hoffe, ich muss nicht pumpen. Bitte lass mich nicht an der Pumpe sitzen. So. Strahl. Okay. Ich muss den Strahl ausrichten. Ich muss A. Ich wusste gar nicht, dass man A drücken muss. Ich dachte, man lenkt nur. Muss ich jetzt gedrückt halten oder? Ach, es geht auf Nähe eher. Wow. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Das ist wohl ziemlich sinnvoll, wo die anderen ein bisschen mehr haben. Ach, 13-13. Ich bin nicht besser als die CPUs in dem Game. Ich glaube, das hatten wir bisher immer draw, das Minigame. Naja. Ist meine Kammer, ich bin sie klein. Wirkt auf mich fast so. Sorry, dass das Game übrigens nicht ganz groß ist. Ich dachte, das wäre so richtig, aber. Ach.
Schade, dass ich das beim nächsten Mal dann nochmal anpasse. Ja, ist keiner besser platziert. Nee, ich bleib bei 9. 7 ist, glaube ich, schon ein bisschen hoch, aber wir können uns merken, ich war bei 79. Ach, ich komme gar. Nein. Ach. Ach, du bist's, Mario. Das kannst du mir denn geben. Fluch, Fluch! Der Fluch ist, glaube ich, dass ich und ein paar andere Minispiele, wahrscheinlich ein paar andere Spieler umgedreht werden, oder? Nein, das ist lila, das heißt, dass wir weniger würfeln, okay. Ach, keine Ahnung, wieso Bowser Leute verfluchen kann, aber das ist nicht der Umkehrfluch, daher. Können wir nur 1 bis 3 würfeln? Und bei Luigi ist ein Umbafeld. Komm, Rot. Der bleibt bei 0-0. Oh. Wäre ich zum Stern gekommen? Ja, bin ich jetzt abgefuckt. Obwohl ich eigentlich eh zum Buchen wollte. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich setze in dem Ding einfach voll auf Buchen. Übrigens ist eine Anti-Lampe, mit der irgend so eine Bitch auftaucht, die die einfach dem Stern Bitch-Slap gibt. Ach. Na, komme ich nur schwer hin, aber. Vielleicht ist ja gerade ein Mitspiel in der Nähe. Ich könnte versuchen, mit Yoshi irgendwie Platz zu tauschen. Also alle gegen mich. Boah, ich bei Fatescaller mal oben. Ich habe es nie wirklich gemacht, aber irgendwo macht's, denke ich, Bock. Also, let's go, lassen wir Felsen auf die Mitspieler rollen. Es ist schon klug, einfach nur quer zu machen, weil man dann oft mehrere trifft. Da mache ich einfach mal quer. So, jetzt die andere Richtung. Let's go, hab direkt zwei erwischt. Luigi auch. Nein. Boah. Die kommen hoch. Nee, ich hab verloren. Ich hab verloren. Naja, zu Beginn drei erwischt, danach liefst du irgendwie nicht mehr, ne? Scheiße, aber was soll's. Das ist halt ein Problem, wenn alle drei auf gleicher Höhe sind, weil. Ja, ich weiß auch nicht. Klar war es auch mein Fehler, dass ich keinen getroffen habe, aber. Also zum Ende. Aber wenn die alle auf gleicher Höhe sind, ist es natürlich ein bisschen schwierig, irgendwie mehrere gleichzeitig rauszunehmen, wenn ihr versteht, was ich meine. Gut. Gesamt. Also der Stern ist da, Yoshi ist hier, Mario ist komplett frei. Wenn ich zu Mario gehe, habe ich noch die Chance für ein Buhu. Luigi macht gar keinen Sinn. Außer natürlich, dass er beim Laden ist, aber das ignorieren wir mal. Ich glaube, ich gehe zu Mario. Nee, ich kann's mir gar nicht aussuchen. Bin ich behindert? Ich bin nicht mehr vom Fluch getroffen durch den Warp-Block. Wow, und dann komme ich. Ja, okay. Ich glaube, Yoshi wäre schlechter gewesen, also beschwere ich mich mal nicht bei. Okay. Alte Minispiel. Das andere Minispiel bekommen wir nicht, bei dem man es so geschenkt hat, aber. Ballon und Bogen ist in Ordnung. Zauberlampe? Okay. Zauberlampe bewegt sich ganz langsam. Ich versuche danach zu schießen. Ganz knapp. Ich musste den Moment ergreifen, wo keine Ballons der Zauberlampe im Weg standen, aber. Ach, scheiße, ey. Ich hätte eine Zauberlampe haben können, wenn ich minimal später geschossen hätte, aber. Schade, was soll's. Egal. Wir kommen schon noch weiter.
Aber Mario kommt jedenfalls weiter. Weißt du gar nicht, was schlimmer wäre, aber ich glaube. Ja, okay. Ich hoffe, der Weg zum Buhu bleibt ihm verwehrt. Ich dachte schon, der hat den versteckten Block oder so gespottet. Wieso sollte man runtergehen? Yoshi, was machst du mit deinem Schlüssel? Ja, es ist falsch mit dir, Yoshi. Du bekommst Schlüssel geschenkt und wirfst sie einfach auf den Boden. Kannst du doch nicht machen. So, drei neue. Ist klar, drei neue Minigames und ich bekomme keins von denen, ne? Man kennt's. So. Ich weiß gar nicht, was wir am letzten Mal hatten. Ich glaube, Toad. Wir bekommen diesmal das schwierigste Bild. Was heißt hier schwierig? Das ist natürlich für alle gleich. Wieso ist es nicht weitergegangen? Wir haben alle Wachen. So, wenigstens die Nase richtig. Okay, Bart auch richtig. Irgendwas haben die gemacht. Keine Ahnung. Komm. Okay, die richtigen Augen erwischt. Meiner sieht am besten aus, würde ich sagen. Ja, 40 Punkte. Ich habe natürlich das einfachste verkackt mit der Mütze. Ne? Der Mund war sehr schwierig, aber was soll's, wir haben gewonnen. Und damit sieht es bei uns mit dem Bonusstern bisher extrem gut aus. Obwohl Mario jetzt auch ein Ereignis hat, aber das wird schon nicht allzu viel machen. So, wie viele Runden haben wir? Ah, die achte. Ja, komm, die machen wir noch rein. Scheiß drauf. Ich müsste ja gerade, dadurch, dass die achte gerade erst begonnen hat, noch unter der Hälfte sein. Nehmen wir den Part rein. So, würde ich sagen, kaufe ich mir auch eine Zauberlampe. Joa, kann man schon mal. Ich meine, wir sind bei sehr vielen Münzen, das wird wohl kaum jemand überholen können. Frage ist allerdings, ob ich nicht noch war. Wenn es jetzt schon wieder um 30 geht, fühle ich mich verarscht. Wenn es um 50 geht, dann kann ich mir den Stern nicht mehr leisten. Okay, sehr gut. Also, was mache ich denn am besten? Also, ich würde erst mal sagen, das Minispiel gewinnen. Danach, ich glaube tatsächlich, falls ich das gewinne, werde ich noch warten, bis ein anderer den Stern in greifbarer Nähe hat, weil. Wie soll ich sagen? Dann kann ich noch ein bisschen Münzen ver. Aber nee, der Stern ist mir sicher. Ich kann es eigentlich verwenden. So, hier habe ich letztes Mal richtig reingeschissen. Vielleicht sieht es dieses Mal besser aus. Ich hatte da irgendwie B gedrückt, weil ich Buu im Kopf hatte. Ich weiß gar nicht mehr, was war, aber es wird schon gehen. Toad A? Nein. Buhu B. Toad, Buhu, Koopa. War ich Erster? Nur Komma 16? Bruder, was habe ich für Reflexe? Also letztes Mal komplett reingeschissen, aber diesmal? Ich sehe nur so Toad, drück extrem schnell beide meine linken Tasten, weil ich nicht wusste, auf was ich Z gelegt hatte. Aber Bruder. Junge, 0,16 ist schon krank. So, Yoshi mit einer 10. Der könnte schon in Richtung Stern kommen. Geht allerdings aus irgendeinem Grund hier nochmal eine Runde. So, Yoshi ist irgendwie komplett blöd. Der hat keinen Orientierungssinn und läuft die ganze Zeit im Kreis, ohne den Ort wiederzuerkennen oder so. Weiß ich nicht, was mit dem los ist. Rohrputzer, was ist denn das?
Ach so, ja, okay. Hab's wieder im Kopf. Da muss man einfach da drücken, was ist, wenn es oben ist, und dann lenkt man nach oben und dann für rechts A, für links B. Muss man einfach schnell drücken, das wird schon gehen. Ich glaube, gegen Bots gewinnt man das eigentlich relativ häufig. Ja, moin. Hast du den falsch gedrückt, aber in der Zeit ist einer aufgetaucht. Ich habe alle mitgenommen. Wie viele waren denn alle? 25 gibt's. Ich kann mich nicht beschweren. Der Krat läuft einfach gut. Erst ist 0,16, dann das. So, dadurch ist der Part jetzt aber schon ein bisschen länger. Ja gut, da die Runde jetzt aber vorbei ist, kann ich dann auch mal den Part beenden. So. Nächsten Part werden wir uns dann den Stern holen und dieses Brett auf jeden Fall abschließen. Also wenn ich das nicht gewinne, weiß ich auch nicht. Im nächsten Part und ciao.